sitzt, dann ist es eine unglaubliche Ehre, ein bisschen in die Haut von diesen alten Rennfahrern schlüpfen zu dürfen und denen ihre Sportgeräte bewegen zu dürfen. Das ist was Außergewöhnliches. Bei Klassikveranstaltungen, muss ich sagen, stehen für mich die Autos im Vordergrund und nicht der Sieg. Und dieses Auto soll an einem Stück auch wieder ganz oben ankommen, ohne Kratzer am besten. Und deswegen würde ich da nie irgendwie auch nur annähernd ans Limit gehen. Jedes Auto hier, was hier steht, in einem gewissen Alter, hat eine Geschichte. Die eine ist mehr oder weniger bekannt, aber es muss nicht unbedingt sein, dass die bekannte Geschichte schöner ist. Es gibt auch Autos, die haben vielleicht nicht diesen Hero auf dem Auto gehabt, aber es gibt eine mega Geschichte dazu. Austauschen, das ist für mich bei den Veranstaltungen im Klassikbereich am schönsten, dass man mit den Fahrern zusammensitzt am Abend und tagsüber ein bisschen alten Zeiten Revue passieren lässt, aber auch über die Autos redet. Ist ja ganz klar, wir haben alle Benzin im Blut, die hier oben sind, und da gibt es so viel Gesprächsstoff. Wenn man ins Auto einsteigt, hat man heute noch genauso viel Spaß wie früher. Heute ist es nur viel safer. Also früher, die Jungs, die mit diesen Autos unterwegs waren, da hat meistens übers Jahr gesehen der eine oder andere sein Leben gelassen. Und deswegen für mich ist schon die heutige Zeit angenehmer, weil der heutige Motorsport doch ziemlich sicher ist und Gott sei Dank ganz, ganz wenig passiert. Es geht hauptsächlich um den Spaß, und den werden wir mit dem Auto auf dieser Strecke haben.